Eine Serie, die gerade Zuschauerrekorde bricht, junge Schauspieler zu Stars macht und beinahe jede Altersgruppe anspricht. Diese Serie werden wir hierzulande leider nicht sehen und trotzdem möchte ich über das Phänomen der russischen Serie Slova Pazana oder zu Deutsch Das Wort des Jungen, Blut auf dem Asphalt sprechen. Ich habe mich wirklich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, diese Serie anzufangen, weil mich die Thematik der Jugendbanden der 80er, 90er Jahre in der Sowjetunion einfach nicht so richtig interessiert. Es geht um den 14- oder 15-jährigen Andrei, ein Musterschüler, der sich allerdings gezwungen fühlt, sich einer Gang anzuschließen, um sich vor täglichen Angriffen und Anfeindungen zu schützen. Das Besondere an dem Casting war, dass es 2 Jahre gedauert hat, dieses tolle Ensemble zusammenzustellen. Man hat das Gefühl, die Schauspieler spielen das nicht, sie erleben das und das geht richtig unter die Haut. Die Serie war so erfolgreich, dass man sich ungefähr 3 bis 4 Wochen vor der Veröffentlichung der letzten Folge dazu entschied, sie nochmal neu zu drehen, beziehungsweise etwas nachzudrehen, neu zu schneiden und dann zu veröffentlichen, damit es die Möglichkeit einer Fortsetzung gibt. Die Serie spricht eine unfassbar große Zielgruppe an. Einerseits diejenigen, die in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen sind, das hautnah miterlebt haben. Man müsste eigentlich sogar sagen, die das überlebt haben. Und auf der anderen Seite schauen es deren Kinder. Und ich bin auch ein Stück weit davon betroffen, weil meine Mama immer erzählt hat, die 80er, 90er waren so schlimm. Ich konnte damit immer nicht so viel anfangen. Meine Frage an dich, hast du vielleicht von der Serie bereits gehört? Schreib es in die Kommentare und ich freue mich auf den Austausch. Теперь запомни. Ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги.